Gestern waren sie wieder auf den Straßen, und zwar nur für dich. In der Hand ihre Plakate und darauf in altdeutscher Schrift Propaganda aus alten Tagen. Doch natürlich ist keiner Rassist, sie wollen dich hier nur nicht haben. Weil du anders bist, weil du anders sprichst und anders aussiehst, anders denken kannst, weil du an was anderes glaubst, das macht ihnen Angst. Sie haben Angst vor dem Islam als Staatsreligion, Angst vor deinem Cousin und vor seinem kleinen Sohn, Angst vor dem Wachstum der Kriminalität, und das liegt ganz bestimmt nur an Allahs Prophet. Sie haben Angst davor, dass es Weihnachten bald nicht mehr gibt und dass das passiert. Es ist ihnen ganz gewiss, genauso wie die Unterwanderung des deutschen Arbeitsmarkts. Deswegen kein Asylant mehr Arbeit haben darf. Und während sie behaupten, keiner sei ein Faschist, posiert ihr Führer im Hitler-Versteck, im Internet wird weiter gegen Ausländer gehetzt. Die Würde vieler Menschen wird verletzt, und das ist nicht der rechte Rand, sondern die Mitte der Gesellschaft, die Artikel 3 des Grundgesetzes aus der Weltschaft. Es heißt zwar vom Gesetz, da seien alle Menschen gleich, doch Deutschland bringt zum wiederholten Male den Gegenbeweis. Die meisten stehen oder und schauen zu, sagen, lass mich doch in Ruhe, ich habe damit nichts zu tun. Doch jeder, der wegschaut, hat mit Schuld dran, mit Schuld am moralischen Untergang. Vielen Dank, Deutschland, ich bleib ganz entspannt, denn endlich sind wir wieder in 33 angelangt. Endlich wieder Fackelzüge von der Mars bis an den Himmel und Steine suchen. Schau, Fensterscheiben näher, braun nationalsozialistische Gedanken, wie in den Köpfen von RTL-Reportern landen. Wie viele müssen auf dem Mittelmeer noch sterben? Wie viele Asylbewerberheime angezündet werden? Sind euch Menschen denn wirklich so egal? Kämpft den Faschismus sofort und radikal!